Die neuen Lokomotiven bewähren sich recht gut, so dass 1992 eine nochmals verbesserte Version auf die Gleise kommt. Die Baureihe 112.1. Insgesamt 90 Loks werden bis 1994 im Hennigsdorfer Werk produziert. Je 45 für die Reichsbahn und Bundesbahn. Sozusagen die erste gesamtdeutsche E-Lok. In den 90er Jahren werden die bunten Intercity immer weniger. Die einheitliche Farbgebung der Wagen in Orientrot, Pastellviolett, Lichtgrau gibt den Zügen ein angenehmes Aussehen. Aber nicht bei allen Zügen klappt die einheitliche Farbgebung. Durch den Bahnhof Berlin-Friedrichstraße rollt diese bunte Garnitur. Die seit Ende der 90er Jahre elektrifizierte Berliner Stadtbahn ist zum Laufsteg für viele Intercity-Linien geworden. Im Laufe der 2000er Jahre erhalten die IC-Wagen eine neue Farbgebung, die dem ICE angelehnt ist. In Lichtgrau mit verkehrsrotem Streifen. Im Gegensatz zu den Jahren davor geht die Umlackierung recht schnell. Heute tragen alle Intercity-Wagen diese Farbgebung.